Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja, endlich ist es soweit. Unsere 10-Euro-Überraschungsshow startet für Sie. Wie der Name schon verrät, kostet alles nur noch 10 Euro, was Sie hier in dieser Sendung sehen werden. Und Sie können auch immer gerne alles bis zu 5-mal bestellen, es sei denn, es kommt unser Preisalarm. Und wir wissen beide noch nicht, was uns hier erwartet, aber Diana, die weiß das. Und die kann es auch schon gar nicht abwarten. Ich würde sagen, wir holen sie mal zu uns. Okay, dann machen wir das. Mit dem Buzzerschlag starten wir die 10-Euro-Show des Tages. Guten Abend, Mädels. Bitte Dankeschön. Schön. Ist aber schwer. Ja, ja. Weil wir haben Zubehör. Das ist schon mal toll. Beleuchtung. Ja, gut, es ist eine sehr spezielle Art und Weise, wie man die Uhr schön ersichtlich machen kann, die Uhrzeit mit Beleuchtung. Wir haben hier eine Tisch- und Wanduhr mit 7 Segmentziffern, nennt man das. Das heißt, hier diese Linien leuchten immer genauso in den 7 Segmenten, dass Sie die Uhrzeit daran ablesen können. Wow. Ich glaube, wir haben sogar verschiedene Farben. Richtig, ne? weiß und rot. Richtig. Und wir können es noch dimmen. Du kannst dimmen auch. Oh. Ja, das sieht auch sehr schön aus. Und Wecker haben wir ja, auch. Ja, wollte ich gerade sagen. Sogar so ein Wecker viele Funktionen. Ist das. Als Wecker finde ich das auch super cool, muss ich sagen. Haben wir hier noch Fuß dazu, richtig? Also das kann ja stehen. Oder ich sehe, wir können hinhängen. Auch das hängen lassen. Das genau. Finde ich auch sehr schön, zum Beispiel für Küche. In die Küche brauchen wir auch ab und zu die Zeit. Oder zum Beispiel in Wohnzimmer. Sieht sehr, sehr cool. So ein bisschen futuristisch sieht das aus. Das ne? Stimmt, richtig modern. Das Tolle finde ich daran, wir haben einen USB-Anschluss. Das heißt, es ist für mich auch die ideale Uhr, um es mal auf dem Schreibtisch zu platzieren. Dann kannst du die über den Computer oder über den Laptop betreiben auch. Mhm. Und da macht sich die Uhr auch richtig schick. Dann weißt du immer ganz genau, stimmt, wann du den Laptop ausschalten musst, zuklappen kannst und nach Hause gehen kannst. Ja, also es gibt Feierabend. Wirklich viele Orte, gerade im Büro oder vielleicht auch auf dem Nachttisch, weil es ja perfekt hier mit dem Wecker ist. Ja. Und gerade eben auch die Dimmfunktion. Ich finde das immer toll, wenn man beim Wecker da nicht sein Handy in die Hand nehmen muss, weil sonst ist man auch ganz schnell wieder irgendwie auf Social Media unterwegs oder bestellt sich irgendwas. Das kennen Hiermit wir. Können Sie sich ganz entspannt wecken lassen. Sie können auch noch die Farbe einstellen. Oder vielleicht auch mal eine schöne Geschenkidee für ein Kinderzimmer, weil ich denke, das kommt da auch sehr gut an. Das ist ja auch momentan aktuell sehr im Trend, diese 7-Segment-Ziffernuhren. Mhm, und wo du gerade das Schlafzimmer angesprochen hattest, das finde ich auch gut, dass diese Uhr einen automatischen Nachtmodus hat. Das heißt, er dimmt automatisch die Helligkeit, dass perfekt. Es nachts nicht blendet. Ne? Wenn du dich dann irgendwie clever. Zur Uhr drehst, willst du ja nicht von dieser Leuchtkraft geblendet werden. Dementsprechend wird die Leuchtkraft hier so ein bisschen runtergefahren. Mhm. Aber Sie sehen die Uhrzeit mit einem Blick auf diese Uhr sofort. Und wir haben eine Weckerfunktion hier, richtig? Ja. Das finde ich auch sehr schön. Also für Schlafzimmer perfekt. Aus. Und weiß. Mir gefällt, dass wir haben weiße Farbe, weil meistens alle Uhr oder Wecker, die sind allgemein so irgendwie schwarz. Und hier, wir haben wirklich sehr elegante Modell und das alle Sie kriegen für 10 Euro. Also ich bin wirklich begeistert, würde ich für mich auch sowas kaufen, für Küche wahrscheinlich. Ja, Uhr und Wecker in einem und das für nur 10 Euro ist wirklich ein richtig guter Start in die 10-Euro-Überraschungsshow. Dieses Schnäppchen bestellen Sie bitte mit der folgenden Artikelnummer NX4781 und die 569. Die 569, das ist übrigens die Kennziffer, dass Sie sich hier als Pearl-TV-Zuschauer identifizieren können, sodass Sie hier die TV-Sonderpreise bekommen, weil das sind ganz exklusive Schnäppchen, die es hier nur für Sie gibt. Die kriegt kein anderer Pearl.de-Kunde. Das stimmt. Also wir bleiben beim Beleuchtung. Oh, schön. Wir lieben Beleuchtung. Ja. Muss jetzt ich schon in dieser sagen. Dunkle Jahreszeit. Oh, das recht. Ist aber das wirklich ist schön. Ja. Das finde ich richtig toll zum Dekorieren, diese Art der Beleuchtung. Draußen sogar. Wir haben nämlich eine Solarlichterkette aus Kupferdraht mit 300 warmweißen LEDs und 8 Leuchtmodis. Und die ist
Die ist 32 Meter lang. 32 Meter? Ja, nee. 32 Nein. Meter steht das ist ein Rechtschreibfehler? Das muss Fehler sein. Weil ich habe mir am letztens eine Kette gekauft. Ich habe 30 Euro, glaube ich, für 5 Meter bezahlt. Das stimmt. Hier, Länge der Lichterkette 30 Nein. Meter und Zuleitung 2 Meter, damit man das Solarpanel noch schön ins Licht stecken kann. Also ich kenne so ein Dekofachgeschäft, da kriegst du vielleicht mal 5 Meter für 10 Euro. Ja, aber schon schwierig. Ja. Aber nicht so viel. Ja. Also ich finde das, wie gesagt, zum Dekorieren super, weil du kannst damit so Deko-Elemente auch schön in der Abendstimmung dekorieren, in der abendlichen Dämmerung, sag ich jetzt mal. Beispielsweise mal so ein großes Windglas, wo du so eine große Kerze platziert hast. Diese oder LED-Kerze bitte. Dann können sie die wunderbar so drumherum drapieren. Ich nutze ja auch so Kupferdraht-LEDs ganz gerne, um Geschenke zu schmücken. Stimmt. Ich liebe es, wenn du so einen Geschenkekorb beispielsweise hast und du ummantelst das mit diesen Lichterketten. Das und muss Diana ein großen Geschenk hat sein. Schon entdeckt, dass wir hier ganz viele verschiedene Modi auch haben. Ja, Blinken ich glaube 8 Stück, oder? Acht Stück, ja. Modi. Schön. Und natürlich, ich finde das genial, dass wir haben hier die Solarpanel. Das bedeutet, wir brauchen keine Batterie, wir brauchen keine Steckdose in der Nähe, was finde ich schon sehr praktisch, weil ich habe auch eine Kette auf meinem Balkon, das natürlich muss immer, ich muss Batterien nachfüllen, immer was schön gucken, ob das leuchtet oder nicht. Und hier, ich glaube, diese Kette geht automatisch an, so lang, wenn das dunkel wird. Richtig, mit Dämmerungssensor. Ja, das ist echt praktisch. Und die ist auch spritzwassergeschützt, also perfekt für den Außenbereich. Oh, plus eben auch dieser ganz dünne, biegsame Kupferdraht lässt sich beliebig in die Form biegen. Sie können das um einen Baumstamm wickeln. Vielleicht haben Sie auch eine Gartenbank, wo das schön drumherum gewickelt werden kann. Also es gibt ja so tolle Möglichkeiten hiermit. Und 32 Meter jetzt für 10 Euro ist echt super. Können Sie gerne ja auch bis zu 5-mal bestellen. Oder vielleicht auch, hier steht auch um den Tannenbaum. Und ich habe gerade auch noch eine Idee gehabt. Also bei mir sorgt ja so eine Lichterkette immer dafür, dass ich direkt anfange nachzudenken, wo man die überall platzieren kann, weil der Preis auch so fantastisch ist. Aber Moni, ich weiß, du gestaltest einen Adventskalender in diesem Jahr für einen ganz lieben Menschen. Ja. Und ich habe das mal gemacht, so ganz viele Tütchen und dann drumherum so eine Lichterkette. Oh, dann ist dieser Adventskalender richtig schön in Szene gesetzt. Das klingt sehr gut. Vielleicht werde ich das genauso machen. Ja. Da muss ich die mir jetzt hier bestellen, weil sonst an anderer Stelle ist sie ja deutlich teurer. Für 10 Euro? Ja. Unglaublich. Unglaublich. Und ich finde es so schön, weil das so nicht so dick ist. Ne? Du hast kein dickes Kabel. Mhm. Es ist eben dieser Kupferdraht. Also das muss ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Finde ich toll. Schön. Und sie sparen auch echt viel, über die Hälfte. Normalerweise wären wir bei Pearl.de bei 21 Euro. Ihr TV-Sonderpreis liegt natürlich bei 10 Euro. Die ZX11 22 und die 569. Hier die Bestellnummer für diese 32 Meter lange Solarlichterkette aus Kupferdraht mit 300 warmen weißen LEDs und 8 Leuchtmodis. Wow. Und ich finde dieses langsame Blinken immer so schön. Mhm. Da ist für jeden Geschmack was dabei. Ja. Boah, ich glaube, das könnte mein Highlight von dieser 10-Euro-Show werden. Na, wart mal ab, wir sind ja noch nicht am Ende. Nein. Das ist ja das Schöne, du musst dich ja nicht entscheiden, entweder oder. Ne? Also am besten alles. Jetzt direkt zum Hörer greifen und dann später nochmal zugreifen und nochmal und nochmal und nochmal. Das können Sie ja den ganzen Tag über verteilt immer wieder machen. Oh. Also die Kollegen im Callcenter sind da sehr geduldig mit uns. Ja. Und es lohnt sich übrigens auch auf 150 Euro Bestellwert zu kommen, finde ich immer, damit sie sich die Versandkosten sparen. Kaffee ist hier sehr beliebt als Lebenselixier. Gucken Sie, noch robust, diese Kaffeedose. Da kommt schon der Applaus. Das ist auch wichtig. Ja, der Diana-Test hat es überstanden. Sie sehen schon. Also. Gut, dass da kein Kaffeepulver drin war. Ja, ich glaube, das ist die ideale Kaffeepulverdose, ne? Ja, für hier zum Beispiel, bei Pearl, ich weiß nicht, pro Tag, wir trinken alle zusammen bis 1 Tonne. Also ich weiß nicht, viel Liter Kaffee schon. Ja, so. Das stimmt. Unsere Männer lieben das, in Regie, wir auch trinken viel. Und natürlich sehr wichtig, dass Kaffee schmeckt, immer noch nach ein paar Wochen, dass das auch hat diese Aroma. Und genau mit dieser Dose wird das alles hier behalten, weil wir haben hier luftdichte Decke. Und natürlich, mir gefällt auch, dass wir haben zum Beispiel hier ein Datumkreis oder wie heißt das? Kalenderblatt. Also wir können hier
zum Beispiel Monat schreiben und Datum. Ich finde das auch ideal für Leute, zum Beispiel wenn sie kaufen Kaffee koffeinfrei, ja. Und danach, das steht wahrscheinlich ein paar Monate, du weißt nicht, wann hast du das gekauft, ob ist das überhaupt abgelaufen oder nicht. Und wir haben dazu noch ein kleines Löffelchen, das finde ich auch sehr cool. Zack. Wie liebst du deinen Kaffee trinken? Americano, Latte, Cappuccino? Ich weiß, du Cappuccino und Monika liebt Kakao. Kannst du Kakao hier auch reinpacken übrigens? Stimmt. Ich liebe Latte Macchiato. Zweimal bestellen. Einmal für Kaffee und einmal für Kakao. Ja. Und einmal vielleicht für Proteinpulver. Ich mag ja nicht diese Proteinpulver-Verpackungen, diese hässlichen Plastikdinger immer in so einem bunten Design. Da finde ich das viel, viel stilvoller. Und dann du kannst nicht normal das immer schließen, ne? Das auch oder schlimm. Für Matcha. Ganz oder viel für Tee im Trend. Ich liebe Matcha. Also auch für Reis das nutzen. Also oder für Chips. Sieht halt einfach total schön aus, ne? Wenn du die irgendwie auf der Küchenfensterbank so stehen hast in einer Reihe, sieht das einfach auch dekorativ aus, muss man sagen. Mhm. Und da passt richtig viel rein, bis zu 1,9 Liter Fassungsvermögen haben sie hier, das reicht für ungefähr 500 Gramm Bohnen. Die Artikelnummer gibt es nochmal, die NX4975 und die 569 ist das, damit bestellen sie immer ihren Artikel. Mhm. So, Moni, möchtest du noch? Ja, gerne. Oh, das habe ich aber super hingekriegt. Sie sehen es und Sie hören es, wir haben den Preisalarm und das bedeutet, dass wir hier eine Ausnahme machen. Warte mal, was ist das? Jetzt dürfen Sie diesen Artikel nur einmal pro Besteller bestellen. Was Steckdosen! Richtig! Ja. Ich verstehe es immer noch nicht. Aber egal, Steckdosenplätze sind immer rar gesät. Steckdosen. Ja. Und hier gibt es eine Mehrfachsteckdose. Richtig. Mhm. Das ist aber eine besondere Form, wenn ich mir das so angucke. Das ist 7 in 1, oder? Ja, du hast recht. Wir haben 5 230 Volt Steckdosen und 2 USB-Ports. Und die können Sie ganz einfach an die Wand montieren oder auch hinstellen, weil gerade diese besondere Form, die macht es einfach perfekt. Ist hier auch in dieser Klavierlack-Optik, also sieht auch noch richtig toll aus. Die müssen Sie nicht verstecken, die können Sie einfach offen stehen lassen. Und gerade auch so 2 USB-Netzteile sind ja auch richtig teuer mit diesen USB-Ports. Und hier ist eben alles zusammen, das ist einfach richtig toll. Und Sie haben sogar noch einen Ein- und Ausschalter. Bedeutet, Sie können hier auch wirklich auf Ihren Stromverbrauch achten. Perfekt. Ich finde die Form wirklich mal cool. So ein Flügeldesign, finde ich, ist das. Und da haben Sie wirklich sichtbare Steckplätze, die auch noch gut aussehen. Also normale Mehrfachsteckdosen kosten normalerweise auch so 12, 15 Euro. So eine normale Dreifachsteckdose, da hast du aber keine USB-Stecker mit dabei. Und vor allem hast du keine Mehrfachsteckdose, die du so schön präsentieren kannst. Ne? Also die ist genau dafür gemacht, dass Sie die auf dem Schreibtisch mal stehen lassen können. Was auch sehr gut ist, wenn Sie das in greifbarer Nähe haben, weil wir haben ja hier hinten noch diesen Schalter, mit dem wir alle Steckdosen plötzlich vom Netz nehmen können oder mit einem Mal vom Netz nehmen können. Und gerade wenn Sie den Arbeitsplatz verlassen, kann sich das wirklich geldtechnisch lohnen, wenn Sie alle Geräte auch vom Netz nehmen, weil selbst normale Netzteile, gut, das brauchen wir jetzt hier nicht, aber selbst die verbrauchen Strom, auch wenn nichts angeschlossen ist. Oder diese typischen Standby-Leuchten, ne? Also die Leuchten, die da immer anzeigen, dass das Gerät eigentlich ausgeschaltet ist, aber irgendwie ist es doch noch an. Das können Sie damit auch verhindern, dass Sie dadurch einen Stromverbrauch haben. Eigentlich sind solche Standby-Leuchten out, wenn ich mir das so überlege. Das ist ja so viel Geld mittlerweile, was wir da bezahlen für Energie. Also da lieber clever sein mit so einer Mehrfachsteckdose. Mhm. Perfekte Steckdose für Küche, für Büro, für Küche auch. Wir haben so viele Geräte und ich weiß nicht wie ihr, aber ich verliere immer meine Netzteile und für mich das ist wirklich super, dass wir haben hier diese USB-Anschlüsse. Sehr, sehr praktisch. Sieht fantastisch aus. Wahrscheinlich auch für Badezimmer. Für Badezimmer vergessen wir viel. Ich habe nur eine Steckdose im Badezimmer, aber habe Waschmaschine, ich habe meinen Staubsauger, ich habe meinen Haartrockner, ich habe meinen Lautsprecher, mein Handy ab und zu muss ich auch dort aufladen. Und ich glaube, das ist auch perfekt. Natürlich ein bisschen nicht so nah von dem Wasser das halten. Aber sonst überall leider nur ein Probesteller heute, weil das ist Preisalarm. Ja. Ja. Aber lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen. Die PX1964 und die 569, die Bestellnummer. Und wir schauen uns jetzt mal den regulären Preis an. Da wären wir nämlich bei
21 Euro. Dort auch schon als Preisset, aber ihr TV-Sonderpreis liegt, ja, wie gesagt, bei 10 Euro, weil sie die 10-Euro-Überraschungsshow schauen, was super clever ist. Und der Joachim hat uns geschrieben, selbst meiner Frau gefällt dieses technische Teil auf dem Schreibtisch. Das finde ich wieder mal richtig gut, weil wenn das der Frau gefällt, dann weiß man auch, das ist wirklich stilvoll. Ja, wir achten sehr auf Optik. Ja. Das soll immer schön schick alles aussehen. Das stimmt. So, dann wollen wir doch mal weitermachen, oder? Gerne. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Na, das wird jetzt warm. Warte mal, was könnte das sein? Warm? Mhm. Wärmekissen. Nein, also das ist auch immer noch so kuschelig. Zum Umhängen. Decke. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen. Doch. Hausschuhe. Ja, so. Nee, ich habe die noch nie gesehen. Echt? Nee, wir haben schon noch nicht. So cool. Viele Jahre, ich bin ein großer Fan von dieser Schuhe. Weil du hast, guck mal, diese kleine Kugelchen guck hier mal. Drin. Und du, cool. Ja, du kannst diese Schuhe in Mikrowelle mit Glas Wasser reinmachen. Boah. Ich glaube, für 30 Sekunden. Und danach, die sind so schön warm und so kuschelig. Und dann kannst du einfach mit diesen Schuhe auf dem Couch chillen oder zum Beispiel im Bett oder einfach zu Hause sein. Und wir haben verschiedene Größen sogar, ne? Wie cool ist das denn? 36 bis 38 ist die eine Variante, 39 bis 41 ist die andere Variante. Aber schon allein die Optik gefällt mir hier total gut. Mhm. Also coole ist auch Frage. Richtig schön weich, richtig flauschig. Also die perfekten Hausschuhe, gerade für all diejenigen, die gerne mal kalte Füße bekommen. Ja. Da zähle ich uns alle eigentlich dazu, oder? Ja, hundertprozentig. Also ich finde auch, toll. Wenn man kalte so süß Füße aus, ist der ganze Körper so kalt. Und ich kann auch immer richtig schlecht einschlafen. Und generell finde ich solche Hausschuhe einfach toll, die auch über den Knöchel gehen. Einfach bis zum Bein. Guck mal, das passt zu deinem Outfit jetzt. Finde ich zu auch. Deinem Gürtel. Sieht echt süß aus. Aber dass man damit sogar laufen gehen kann, also durch die Wohnung laufen kann, finde ich ja super. Ich finde, diese Kügelchen, die massieren auch leicht deinen Fuß. Mhm. Ich finde das auch sehr angenehm. Und ich muss dir sagen, du musst das probieren mit Mikrowelle. Einfach ein Glas Wasser. Gute 30 Idee. Sekunden und dann, die sind so schön warm. Ja, ich habe so ein Kuscheltier. Ja, das ist genau, was wir brauchen immer zu Hause. Jetzt, wenn diese Übergangszeit, es ist immer noch kalt, die Heizung ist immer noch nicht eingeschaltet. Das ist genial. Für alle Männer, wenn sie möchten, ihre Frau glücklich machen, bitte kaufen sie ein Paar, wahrscheinlich auch zwei Paar. Und das ist wirklich lächerlich. 10 Euro für solche schöne Schuhe. Ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich. Also das ist unglaublich genial. Also gerade jetzt im Winter ist es auch einfach umso gemütlicher, finde ich, wenn du wärmende Hausschuhe hast. Die schwingen sich ja auch ideal an, ne? an den Fuß. Du bist aber flauschig. Ja. So flauschige Füße haben sie. Ja. Und dann Winter, das ist genau überall, das ist so flauschig. Das ist ein bisschen wärmer. Ja, die Beine sind auch noch sehr flauschig. Aber das finde ich wirklich sehr, sehr schön, dass wir hier auch den Bund so hoch haben. Ne? Und dann ist das hier oben auch richtig schön verschlossen mit dem Gummizug, das ist auch dass toll. Die Wärme dann auch da drin bleibt. Ich bin begeistert, habe ich noch nie gesehen, habe ich bei uns auch jetzt das erste Mal entdecken dürfen und ich finde es grandios. Also diese Idee ist der Knaller. Die NX 67, 47 und die 569 ist die Variante, ist die Bestellnummer für die Variante 36 bis 38 als Schuhgröße. Wir bräuchten die Variante 39 bis 41. Ja. Das ist dann die Bestellnummer NX 67, 48 und die 569. Für nur 10 Euro ist das der Hit. Und Elena O. aus Oelsnitz hat es so bezeichnet. Originell. Ja, das hält, was es verspricht. Und Sophia P. aus Senftenberg hat uns auch einen Kundenbeitrag hinterlassen und einfach so zusammengefasst, sehr gutes Produkt, Ausrufezeichen. Wir freuen uns übrigens immer sehr über Ihre Rezensionen. Also wenn Sie begeistert sind von den Produkten, lassen Sie es uns gerne wissen und bewerten Sie die Produkte oder hinterlassen Sie uns einen Kundenbeitrag. Das freut uns immer sehr von Ihnen zu hören. Sonst ist es ja hier immer so, dass wir sie nicht sehen können, sie nicht hören können. Da das freuen stimmt. wir uns immer, wenn wir mal so ein Zeichen bekommen. Wir die Bestellzahlen, weiter. Die sehen wir immer. Das freut uns immer sehr. Oh, ich weiß, dass Diana die oder die einen Rund zu Hause hat.
Und wir haben wieder Beleuchtung. Also Beleuchtung ist ja wirklich mein Lieblingsthema hier, weil ich finde das immer toll, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit. Und die ist wirklich besonders toll vom Design und eben auch von der Farbe. Warmweiß. Erinnert mich immer so ein bisschen an so ein Hotel. Ja, die sind super schön. Zweier-Set? Nein. Tatsächlich. Sag oh das mein nicht, Gott, bitte. Tatsächlich. Du bist ein bisschen sauer ich auf dich selber, oder? Ich habe einen Stuhl, glaube ich, für 12 Euro gekauft. Aber jetzt kann ich kleine Bruder dir kaufen für ja meine Lampe. Du hast die ja im Flur, ne? Mhm. Das finde ich so schick, weil du hast da auch so eine Art Anrichte, ne? Mhm. Und einen Spiegel da drüber, ja, und da hast du die platziert. Das sieht so schön aus, Diana. Und mir gefällt, das ist sehr gemütliches, sehr zarte Licht. Mhm. Also normalerweise, wenn du hast so großes Licht, wenn du zum Beispiel nachts aufstehst und in Badezimmer gehst oder irgendwo noch. Im Kühlschrank. Dann natürlich, oder Kühlschrank, klar. dann du kannst nicht weiter schlafen, weil Licht ist zu hell. Oder? Dann bist du wach. Ja, richtig. Aber hier mit diesem Licht, du siehst das fast gar nichts, sieht sehr, sehr schön aus. Und das funktioniert nicht 24 Stunden pro 7. Nur geht das an, wenn du einfach vorbeiläufst. Mhm. Weil wir haben hier einen Bewegungssensor. Das finde ich ideal. Und das ist keine Batterie. Betrieb, das ist Akkubetrieb. Das bedeutet, ich lade diese Lampe, ich glaube, einmal in 2-3 Monaten. Mhm. Das ist auch wahrscheinlich so eine Stunde. Mhm. Und danach genieße ich einfach diese schöne Beleuchtung, diese schöne Lichtquelle in meinem Flur. Ja. Also mit dem Bewegungssensor ist das natürlich ideal, gerade für den Flur, wie es bei dir so ist. Aber man kann sie auch, wenn sie einfach nur Besuch haben und so ein bisschen gemütliches Kerzenschein-Flair, Kerzenschein-Atmosphäre haben wollen, dann können Sie die auch auf Dauerbetrieb einstellen. Das geht genauso. Aber gerade mit dem Bewegungssensor ist das natürlich gerade bei nächtlichen Wanderungen total super. Aber der Preis, der hat uns jetzt echt vom Hocker gehauen für ein Zweier-Set. Normalerweise kostet nämlich eine 16 Euro. Da war Diana schon mit einer für 12 Euro gut unterwegs. Aber zwei gibt es jetzt für Sie zum Preis von nur 10 Euro. Ja, ich glaube, das hat es jetzt schon ganz weit vorne in meiner Hitliste geschafft mit der Lichterkette zusammen. Und den Haus schon. Ja, okay. Boah, also das ist wirklich eine knaller Show hier wieder. Ja. Da muss ich wieder zugreifen. Mhm. Ich finde das so schön. Und vor allem auch immer sehr, sehr schnell bestellen. Und gerade jetzt ist es die perfekte Gelegenheit, noch Weihnachtsgeschenke zu shoppen, ohne dass sie dann in den Stress kommen. Und das passt ja perfekt. Zum Plätzchen backen. Weißt du, was ist das? Zum Teig ausrollen, oder? Teigroller, ja. Und ich kann hier wahrscheinlich die Dicke des Teiges bestimmen, ne? Genauso wie ich es brauche. Richtig. Kann man bestimmt auch für Pizzateig verwenden. Oder für Plätzchen. Macht der Plätzchen, backt der Plätzchen dieses Jahr? Habe ich noch nie gemacht. Echt? Also noch nie, seit ich erwachsen bin. Mit Mama Lassen früher natürlich. Zusammen. Ich habe letztes Jahr gemacht. Diese Lebkuchenhaus und so zum Beispiel. Echt? Hast du letztes Jahr Plätzchen gemacht? Ja, ich habe jeder so kleine Täschchen gegeben. Das waren doch diese besonderen Formen, diese Plätzchen. Ah, ich erinnere mich. Ja, so Diana hat sich so richtig Mühe gegeben. Also ehrlich zu sein, ich habe das, ich glaube, ein paar Stunden gemacht. Ja, und ich habe genau diese Teigrolle benutzt. Perfekt. Ich habe diesen Teigrolle schon 5 Jahre. Ich habe schon Kuchen gemacht, Pizza, wahrscheinlich verschiedene Sachen mit Teig. Geht sehr gut. In Waschmaschine können Sie das auch reinmachen. Und mir gefällt wirklich nicht wie mit anderem Teigroller, dass du musst einfach so ungefähr sehen, dass es 2 mm oder 6 mm. Hier, du kannst wirklich sehr, sehr schön das alles einfach rollen oder wie heißt das? So ausrollen. Ausrollen, ja. Also wirklich, ich bin begeistert. 10 Euro, ich glaube, für in jeder Küche muss das sein. Ja, und wir haben ja auch noch einen Tipp, wenn Sie diese Rolle davor in den Kühlschrank legen, dann klebt der Teig da auch nicht dran. Weil sonst muss man ja auch immer Mehl drauf machen. Aber hier ist das auch nochmal ein Trick. Also probieren Sie das gerne mal aus. Und Diana hatte schon gesagt, Sie können die dann auch ganz einfach in die Spülmaschine tun. Halt ein bisschen auseinandernehmen hier, aber dann können Sie das auch ganz leicht wieder reinigen. Und das ist wirklich mal super, weil dann braucht man nicht 4 verschiedene Rollen, sondern hat 4 in einem. Guck mal, ich habe mal auch auseinandergebaut. Da sind sogar diese Dicken beschriftet, also diese Plättchen, die diese Dicke festlegen. Wir haben 2 mm, 3 mm, 6 mm und 10 mm zur Wahl. Je nachdem, welches Plättchen Sie für die Plätzchen am Rand haben, werden die Plättchen dann dick.
Die Plättchen bestimmen die Plätzchendicke. Du kannst dann zum Beispiel Backpulver nicht machen, dann sie werden dünn. Und wenn du willst diese puffige Plätzchen, musst du ein bisschen Backpulver reinmachen. Bei mir, die sind wirklich ein bisschen hässlich, aber dieses Jahr weiß ich das schon. Ich glaube, für Vanillekipferl könntest du wahrscheinlich eher dickeren Teig gebrauchen. Ja. Als bei anderen Plätzchen. Können Sie hier eben individuell einstellen. Ich finde auch toll, dass der Teig dann wirklich überall die gleiche Dicke hat. Weil gerade vielleicht auch bei den Damen und Herren, die nicht so oft in der Küche stehen, unter anderem ich, wäre das auf jeden Fall perfekt. Die MX 8115 und die 569 dafür die Bestellnummer. Und auch hier kann ich Ihnen wieder nur sagen, seien Sie bitte sehr schnell. So, das letzte Mal, glaube ich, dürfen wir jetzt buzzern. Ich habe in einem Blick auf die Uhr geschielt. Ja, du hast recht. Schade. Aber es war eine sehr, sehr tolle 10-Euro-Show. Und wir enden auch mit einem tollen Highlight. Und zwar, wenn sie Fan von wohlriechender Umgebung ist, von wohlriechenden, duftenden Räumen, dann sollten Sie unbedingt darüber nachdenken, obwohl bei dem Preis brauchen Sie nicht drüber nachdenken, holen Sie sich einfach diesen Aromadiffuser. Da können Sie ein Aroma einfüllen und dann wird es hier ganz sanft im Raum verteilt. Und auf eine sehr schöne Art und Weise auch hier, ne? Sieht aus wie so eine Flamme fast schon. Das stimmt. Ein beruhigendes Gefühl gibt diese Diffuser. Du kannst auch ein paar Tropfen Öl reinmachen. Welches denn? Mit Lavendel. Lavendel. Für Schlafzimmer, oder? Ja, richtig. Oder Vanille, Zimt. Ich liebe das, wenn du kommst nach Hause und du hast wirklich sehr, sehr leckeres Geschmack oder Duft. Macht ihr auch sowas zu Hause? Ja. Und sonst sind die deutlich teurer. Deshalb finde ich das hier sehr, sehr beeindruckend. Und Sie brauchen auch gar keine Angst haben, dass das irgendwie nass ist. Das sieht nur so aus. Also da sollten Sie sich auch keine Sorgen machen. Aber es ist eben auch gut für fürs Raumklima, gerade im Schlafzimmer. Da wird ja gerade bei der Heizungsluft irgendwie alles deutlich trockener als sonst. Und hiermit ist das dann auch nicht mehr ganz so der Fall. Ja, aber das hat man ja auch oftmals in so einem Massagestudio oder so. Oder wenn man in so einem Wellness, in so einer Therme ist, da arbeiten die ja auch genauso. Mhm. Oder bei manchen Saunabesuchen hast du das als extra, dass es da so ein bestimmtes Aroma noch mitgibt. Und da kannst du wirklich ideal auch Stimmungen erzeugen. Ne? Ja. Lavendel-Entspannung haben wir gerade festgestellt. Es kann natürlich auch ein weihnachtlicher Duft sein. Also da kann man ja alles Mögliche an Aromen sich kaufen. Apfel und Zimt. Also, oder Vanille. Ja, Apfelzimt, ja, sehr gut. Es gibt auch so Nadelholz. Holz-Varianten. Oder Bambus kenne ich auch. Mhm. Oder Kürbis. Minze. Sieht man, also wahrscheinlich bei uns im Studio sieht das nicht so gut, aber wirklich, ihr müsst mir glauben, das sieht sehr, sehr schön aus. Manchmal, das sieht wie so ein bisschen wie als ein Vulkan, ne, für mich. Oh ja, so. Stimmt, mit der Lava. Ja, ja, sehr cool. Ja, und es gibt diverse Möglichkeiten, für einen schönen Raumduft zu sorgen. Es gibt ja auch solche Duftstäbchen, aber das musst du immer anzünden. Mhm. Duftkerzen musst du auch immer anzünden, da hast du immer eine Flamme. Hier haben sie das nicht mit diesem Aromadiffuser. Und es sieht auch noch richtig schick und toll aus mit diesem angeleuchteten Vernebelungshauch. Also das ist wirklich auch eine Augenweide und nicht nur ein schöner Duft in der Nase. Nur 10 Euro. 10 Euro für so ein Einrichtungshighlight ist auch wieder fantastisch. Die Bestellnummer ist die ZX7356 und die 569. War eine sehr schöne 10-Euro-Show. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und sehr, sehr gut gefallen. Also ich muss sagen, immer noch auf Platz 1 ist trotzdem die Lichterkette. Was ist bei euch auf Platz 1? Die Hausschuhe. Die Hausschuhe, ja. Hausschuhe, ja. Und natürlich diesen Teigroller. Ich würde das einfach empfehlen. Ja, zum Plätzchenbacken ideal. Das machen wir zusammen. Okay, wir backen zusammen und Sie gehen jetzt zum Hörer und bestellen Ihr Lieblingsprodukt. Viel Spaß!